Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute hier an der Halde Hoppenbruch, das erste Mal dieses Jahr. Wir drehen heute ein paar coole Videos hier, also dürft ihr gespannt sein. Und wir checken heute mal das ganz locker aus und haben ein bisschen Spaß zusammen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie der Trail sich heute hier anfühlt, weil ich habe gar keine Ahnung, was hier überhaupt vielleicht neu ist, vielleicht alt und so weiter. Und die Offseason steht bald an. Wir haben zum Glück heute Top-Wetter, deswegen lass uns direkt loslegen. Let's go! Abgesehen davon, dass ich dieses Jahr noch gar nicht an der Halde Hoppenbruch war und auch generell irgendwie erst zweimal, seitdem ich Mountainbike fahre, hat uns ein Thema an dem Tag besonders beschäftigt. Und zwar Jugendsprache. Uns ist aufgefallen, dass wir irgendwie so ein paar Vokabeln nicht mehr so wirklich beherrschen. Und da ich auch mit vielen Jugendlichen zusammenarbeite, habe ich mich der Aufgabe gewidmet, die Jugendsprache aktuell ein bisschen zu lernen. Damit ihr die folgende Konversation ein bisschen besser versteht, blende ich euch im Laufe des Runs jetzt noch ein paar Vokabeln ein, die ihr auf jeden Fall für die Zukunft schon mal lernen könntet. Wenn jemand sagt, er hat etwas auf Lock gemacht, dann bedeutet das, er ist es entspannt und locker angegangen. Zum Beispiel einen Sprung beim Mountainbike-Fahren. Das Jugendwort sus stammt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie suspicious und auf Deutsch übersetzt dann verdächtig oder suspekt. Also wenn eine Person oder eine Situation als sus beschrieben wird, ist damit gemeint, dass etwas nicht stimmen kann. Cringe bedeutet irgendwas so zwischen Fremdschämen und Peinlichkeit. Es kann auch das Gefühl sein, dass man spürt, wenn jemand etwas Peinliches sagt, oder wenn zum Beispiel Erwachsene wie wir versuchen, irgendwie Jugendsprache zu benutzen. Oh, ja, mach mal den Helm. Der Begriff Slay ist zum Beispiel, wenn jemand irgendwie etwas Besonderes macht oder etwas Spektakuläres erreicht oder auch selbstbewusst aussieht oder irgendetwas selbstbewusst macht. Wie zum Beispiel einen Mountainbike-Sprung sehr selbstbewusst springen. Ah ja, genau, das hatte ich so im Kopf hier. Kam mir noch bekannt vor. Auf Lock oder was? Auf Lock. Auf Lock? Jugendsprache. Jugendsprache, Tobi. Ja. Auf Lock? Auf Lock? Und wir fahren eine Runde auf Lock. Ich bin zu alt für so was. Auf Locker, so soll das heißen. So! Tobi, ey. So easy peasy, ja, ja, so noch damals auf Locker, so Chili Milli. Richtig cringe, ne? Cringe hab ich schon mal gehört. Das ist, wenn einer ganz gruselig ist oder so. Ja, cringe sagt man aber wohl nicht mehr. Ich bin da auch. Cringe ist peinlich. Ja. Peinlich, ach so. Schämmäßig, ne? Ja, ja, ja. Okay, mein Bildlager. Die Geräusche sind schon ein bisschen sass gerade. Sass? Ja. Aber der Sprung war Slay. Jetzt hört auf!
schön. Hier lang und dann in den Karpaten gelandet. Was wird? Also ist das jetzt ein Abenteuer? Schön. Richtiger Uphill-Trail hier. Jetzt ein E-Bike, ne? Ja. Oh, Baum. Ach, herrje. Ja, ja, Bunnyhop, ne? Ich mach jetzt da oben Hinterradversagen. Also, ich bin nicht um. Ja, tu mal kurz den Baum weg, Marc. Ah, da haben wir den Kicker verpasst, rechts. Das war so ein kleiner Kicker. Ja, wir kommen ja hier irgendwie bestimmt wieder auf den Weg, oder? Da unten? Ah ne, wir hätten vielleicht... Ich glaube, wir hätten rechts gemusst. Ach, ich wollte... Wir haben es geschafft. Wo sind wir jetzt? Ach so, wir müssen jetzt geradeaus und dann links und dann sind wir am Parkplatz. Ich kenne mich hier nämlich aus in Herten. Okay. Ja, ich komme hier aus der Nähe. Bergisch Gladbach. So Leute, wir sind zurück im Auto. Und es fängt auch gerade an zu regnen tatsächlich. Das heißt, wir haben perfekt alles abgetimt und ja, fahren jetzt noch zu Marc, ein bisschen was essen, müssen da noch ein bisschen was filmen und so weiter. Und yes, dieses Video, wie ihr vielleicht gemerkt habt, hat jetzt nicht so einen richtigen roten Faden, aber ich finde das auch gar nicht so schlimm. Manchmal muss man auch einfach nur ein bisschen Spaß haben. Wir haben noch den Tobi getroffen, das war auch cool und war auf jeden Fall eine gute Zeit auf dem Bike. Und ja, ich hoffe, ihr habt alle einen guten Start in die Wintersaison und werdet auch nicht ganz aufs Biken verzichten. Ich werde auf jeden Fall wie letztes Jahr auch durchfahren. Vielleicht, ich weiß noch nicht, wie sehr ich mich mit dem Regen anfreunden kann und dem Matsch. Das werden wir mal sehen. Vielleicht wird es nicht ganz so intensiv wie letztes Jahr, aber mal sehen. Lasst gerne ein Abo da, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.